Ich guck mal, ob es hier unten noch irgendwas gab. Aber ich glaube nicht. Die Kerzen sind alle aus. Die beiden wurden wieder angemacht. Hier sind auch alle an. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ich vermute mal, wir können Benjo noch ein wenig belästigen. Das sollte das sein, wo wir zurzeit weiterkommen. Also hier da in die Hütte rein. So, rein da. Hier war ja die... Na, wie heißt es? Fabrik, genau. Können wir das kaputte Zahnrad hier einspannen? Okay, brauchen wir also die andere Hälfte und die werden dann irgendwie verschweißt. Wo der Vogel hingegangen ist, weiß ich gar nicht. Können wir hier damit hier arbeiten? Fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Hier fehlen keine Zähne, hier fehlt ein Zahnrad. Hier fehlt ein... Kein Wunder, dass die Tür... Okay. Einen Teil davon haben wir hier. Ist in dem Schrank noch etwas drin? Ja, wenn es irgendetwas da drinnen gab, dann hat das der kleine Vogel wohl aufgefressen. Dann müssen wir wohl noch mal mit Benjo reden. Oder kommen wir mit der Leiter über die Tür? Ist die dafür groß genug? Ich sehe nicht, wie mir das helfen sollte, die Tür zu öffnen. Sie wird scheinbar durch eine Art Mechanismus angetrieben. Ja, ja, aber wir können ja da rüberklettern. Okay, hier ist ein Schalter. Was? Puh, es ist nur ein Schalter. Für einen Moment dachte ich, es sei ein wütender Höhlentroll. Ja, ein Höhlentroll. Und auch noch wütend. So wie der sich bewegt hat. Ich sollte mit diesem Kerl im Nebenraum darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Dann machen wir das mal. Hier, reden. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Was kann ich noch für dich tun? Wohin führt die Tür im Nebenraum? Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Okay, und was sind das für Vögel? Was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen, aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Okay, und warum geht die Tür im Nebenraum nicht auf? Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Okay, dann verabschieden wir uns mal von... Bis später. Ja. Bis bald. Aber denk dran. Immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ruhe da unten!
Okay, wir müssen, Ruben da... Nee, doch Ruben dazu bringen, Bando hochzurufen. Dafür müssen wir Lärm machen. Oder wir fragen ihn nochmal nach seinen vorherigen Jobs, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Okay, frühere Jobs. Früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Davon nehmen wir einfach irgendwas. Hatten wir ja alle schon. Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere, tötere! Bando, wie oft muss ich es noch sagen? Verhalte dich gefälligst ruhig. Ja, diese Zeiten sind vorbei. Vergiss es. Okay, schon dann passiert. Noch was? Dann gehen wir hier bis mal später. Weg. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ruhe da unten! Gut, wir können jetzt versuchen, alle Kerzen auszumachen. In der Hoffnung, dass dann die Yakis rüberkommen. Die sind ja alle schon wieder an. Und dann wird vielleicht Bando geholt, um die zu vertreiben. Und wir können dann bequem, wie heißt es, den Schlüssel klauen. Also machen wir auch die Kerzen aus. An die Kerzen bei der Glocke kommen wir nicht dran. Die Lampe können wir auch nicht ausmachen. Aber die Kerzen... Und hier unten die... Und die letzte. Okay, können wir hier noch mit irgendwas interagieren? Kaputte Schaufel. Hey, da ist ja meine Schaufel. Sie hat den Flug nicht überlebt. Der Stiel ist abgebrochen. Das hätte genauso gut meine Wirbelsäule sein können. Dann nehmen wir die Schaufel doch mal mit. Vielleicht können wir da ein halbes Zahnrad draus machen. Okay, die Kerzen sind aus. Auf die andere Seite kommen wir noch nicht. Hier ist nur die Tür, aber Kerzen können wir keine ausmachen. Hier in der, in dem Schreihaus können wir vermutlich auch noch nichts machen. Dann gehen wir mal hier hoch. Und gucken mal durch das Fenster. Da oben brennt Licht. Mehr kann ich von hier aus nicht erkennen. Wir haben aber die Leiter. Und gehen dann mal rein. Und dann gehen wir doch mal hoch. Oh, oh. Was? Wo? Na, sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Okay, wir müssen dann also den Hund zum Schweigen bringen. Ich weiß nur noch nicht wie.
Also wieder durchs Fenster rein. Wir könnten hier mit der Schaufel ans Ufer ziehen. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Okay, wenn wir das jetzt beobachten... Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Vielleicht etwas vom Schreibtisch? Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Okay, dann nehmen wir etwas Kleines, wie zum Beispiel die Uhr. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tant. Sammelstücke. Okay, vielleicht den Globus? Ich frage Ruben später, was es damit auf sich hat. Vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Das sieht auch nicht so aus, als können wir den klauen. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und meinen Rücken auch. Okay, dann... sehe ich hier noch nichts, was für uns von Interesse ist. Und wir brauchen noch etwas gegen den Hund. Ich wäre lieber gleich da oben eingestiegen. Aber das geht nicht so einfach. Vielleicht können wir mit Spot irgendwas machen. Allerdings weiß ich noch nicht wo. Wir können... mit ihm höchstens für Hitze sorgen. Damit wir dann den Dampf erzeugen können. Hier haben wir nur die Anzeigen. Und nichts sonst. Hier ist wahrscheinlich dann der Ofen. Hier geht es raus. Und hier ist nichts. Oh, ein Rad. Ein Rad? Wofür das wohl gut ist? Reden wir Nein, mal damit. Das ist kein Zahnrad. Können wir das mitnehmen? Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Okay, das funktioniert also nicht. Hier sind nur die Anzeigen. Und noch mehr Anzeigen. Aber kein Zahnrad oder so. Uns wird hier ein halbes reichen. Also wo finden wir das? Wir könnten nochmal zu Benjo gehen, aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Die Kerzen sind aus, aber vermutlich müssen wir das Tor erst öffnen. Oh, ein Seil. Ob die Hängebrücke wohl noch hält, wenn ich eins davon mitnehme? Ach, bestimmt. Ich kann das Seil nicht durchbeißen. Ich habe so empfindlichen Zahnschmelz. Aber mitnehmen können wir das. Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Und mit der Schaufel geht das wahrscheinlich nicht. Die Schaufel ist zu stumpf, um das Seil zu durchtrennen. Ich brauche was Schärferes. Okay, dann sehen wir... Nee, da ist nichts. Sehen wir uns doch nochmal hier am Anfang um. Vielleicht kann... Spot das Seil auch durchbrennen. Den Mast wollten wir noch mitnehmen, aber ich puste mir erstmal die Kerzen aus. Gute Nacht, Mama. Und die? Gute Nacht, Mama. Okay, dann nehmen wir mal Spot.
und hänge ihn an den Mast. Kannst du diesen Mast für mich abnagen? Ach, plötzlich hast du keinen Hunger mehr, oder was? Und der dicke Spot ging auch nicht? Na? Kannst du diesen Mast für mich umschubsen? Ach, du bist so ein Schwächling-Spot. Und verbrennen ging auch nicht, weil der zu feucht war? Können wir Spot mit den Blasen verwenden? Ich wette, Spot kann größere Blasen machen. Aber ich bin nicht in der Stimmung, das auszuprobieren. Und wenn wir den brennenden Spot nehmen? Komm, Spot. Zeit für ein Bad. Feigling, seit wann bist du denn wasserscheu? Und mit dem normalen? Du könntest zurückschwimmen und Hilfe holen. Na los, worauf wartest du? Okay, dann machen wir mal wieder den brennenden. Und da hier sonst nichts ist, außer die Statue. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Okay, das hatten wir schon. Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Und mitnehmen ging auch nicht. Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Okay, wir haben auch nichts zum Raufstellen. Dann gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht brennt Spot ein bisschen an dem Seil, dass wir es mitnehmen können. Okay, ich Seil. Ich lasse Spot lieber nicht versuchen, das Seil durchzukokeln. Am Ende fackelt er noch die ganze Brücke ab. Und dann sitzen wir hier auf alle Ewigkeit fest. Okay, das geht auch nicht. Hier irgendwo haben wir auch nicht zufällig ein Messer. Na gut, das wäre auch zu einfach. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht können wir irgendwie aus der Schaufel eins machen. Okay, ich dachte eben, das wären Streichhölzer, aber es ist nur Wachs. Die Kerzen sind alle an. Obwohl, ich mache die mal aus. Jetzt, wo wir auch die am Eingangsbereich ausgemacht haben, da finden wir dann vielleicht eher die... Ja, wie hießen die Yakis? Ich glaube ja. Hier noch die letzten ausmachen. Und dann gehen wir mal wieder zu Bendo. Mit der Blume konnten wir nichts machen. Vielleicht können wir die, was ist? Achso, ich dachte, da hätte noch was anderes aus der Bando gestanden. Vielleicht können wir die Schaufel mit dem Zahnrad verwenden. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Und mit dem Schraubstock? Ich glaube, die Schaufel kann ich auch ohne Schraubstock reparieren. Ich bräuchte nur einen passenden Stiel.